could. Oh, Splittergranaten. Immer gut, immer gut. Au, 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 au. Drauf. Leute, drauf schieße. Au. Alter, wie voll unfair. Okay, what? Achso, das Ding. Nö. Oha. Terminal im Nacken sicher. Bringt die Verwundeten in Sicherheit. What? Beeilung. Kinder? So, jetzt bin ich sauer. Jetzt kriegt er auf die Fräse. Jetzt bin ich sauer. Nein! Wow. Nicht gesehen, welche Taste, aber ich habe trotzdem schon gedrückt. Au. Oh oh. Danke, Ethan. That's not fair. Könnte jemand dieses Ding mal runterholen? Ja, der ist kaputt. Alles bestens, Ethan. Und du? Volle Kraft, Sir. Die Erde, das freut mich. Wenn wir den Frachthafen nicht zurückerobern, können zwei Großkampfschiffe diesen Luftraum halten, Sir? Negativ, sie brauchen Luftunterstützung. Eins nach dem anderen. Okay, das sieht cool aus. Wo gibt es hier Ausrüstung? Waffenkammer gleich da vorne, mir nach. Bravo Team, Alpha ist auf der Nordseite des Hangars. Was? Bin ich jetzt der Einzige ohne Knarre? Ist nicht euer Ernst. Knarre! Okay. Keine Knarre, dann Waffenkammer. Yay! Ach nee. Schockgranaten sind sehr effektiv gegen Bots. Halten Sie die bitte von mir fern, Sir. Hier ist auch ein Verbesserungsterminal. Was los? LMG? Geil. Behalte ich. Okay, das Ding hat einen Vordergriff. Schockgranaten. Bin versorgt. Brechen wir auf. Bin ich nicht, ich will keine Shotgun. Das
ist ein Angriff auf die Basis. Gehen wir da raus und sichern wir sie. Alpha ist unterwegs, Bravo. Haltet durch. Ey, nur schon... Gib mir die da! Echt jetzt? Na gut. Haben wir hier noch irgendwas? Wir sind hier oben auf Verbündete gestoßen. Oh, super, kann ich nicht mal durchschießen. Hitler, komm zur Verstärkung. Verwundet. Jungs, ich habe jetzt ein fettes Ding hier stehen. Ethan, bleib bloß. Wow, au! Oha! Ey, ich wusste gar nicht, dass die Dinger auch gegen Menschen. Oh. Tschülala. Ah, wieder so Selbstmordroboter. Au. Urig. Urig. Das ist voll... Au! So. Wo, wo, wo? Da kannst du wieder... Ich vergesse mal, dass ich so Doppelsprung-Dinger habe. Komm, Kopf hoch. Kopf hoch. Alter, die hauen aber voll rein. Komm, noch Munition. Ein Deutscher. Ach, deswegen Urig. Hey. Na, alles klar? Ich hab dich gesehen. Wow! Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Ich brauch eine Knarre. Dankeschön. Na, komm. Bäh. Ups. So, jetzt läuft, nein, es wird hier geblieben. Was? Oh, ist schwer mal so auseinanderzuhalten. Also, die ist das. Nicht reingehen. Alles sicher. Sicher. Hangar sicher. Trupps sammeln. Ach so, Baker, du bist das. Errat. Ja, yep, die ist gut. Nein.
Hi. Ach, das Ding hat auch noch Schrotflinte drin. Okay, die Waffe gefällt mir jetzt noch mehr. Ich sehe Checkers mit unserem Namen. Aufmachen, Soldat. Roger, Lieutenant. Sie sagte gerade aufmachen. Freigabe zur Startvorbereitung? Habe ich, Ma'am. Na, dann machen Sie uns bereit. Was haben Sie vor? Wir kapern ein SDF-Kampfschiff und schalten es aus. Die Bodenphase ist vorbei, Sergeant. Scars gehen in die Luft. Zeit, sich die Flügel zu verdienen. Sie haben Rückhalt, Captain. Leute, durchhalten! Wir holen euch da raus! Setzen wir diesen Aufzug in Gang. Okay. Wie lauten meine Befehle, Captain? Du kommst mit uns, Ethan. Genau, Ethan bleibt immer bei uns. Ethan, du kommst mit mir. Das ist keine Übung, Captain. Keine Wort. Eine Marine. Mein Team steht, Sergeant. Genau. Danke für Ihre Vertrauen, Sir. Dann heben wir mal ab. Das hast du. Obwohl ich Bots eigentlich ja nicht traue. Seit BO3. Und AW. Ah, schon wieder fliegen. Nein. Okay, Antriebe auch. Die Küstenwacht wird überrannt. Tigris braucht Hilfe aus der Luft. Eins nach dem anderen, Jungs. Erst sichern wir die Basis, dann helfen wir Tigris. Roger, Starterlaubnis erteilt. Woo! Wir halten diesen Hafen nur, wenn wir die Luftrolle zurückerlangen. Räumen wir auf und drängen die SDF aus diesem Luftraum. Boah. Er schlägt Haken. Ja, lassen doch Haken schlagen. Wow. Drängen Sie zurück. Zoll zerstört. Übernehmen die linke Flanke. Übernehmen was? Wow, wow, wow. Ziele auf 11 Uhr. Ah. Keine Raketen oder sowas? Ziel auf 12 Uhr. Täuschkörper, das sind Lenkraketen. Die Küstenwacht-Jackals sind da nicht drauf ausgelegt. Tigris, wir brauchen etwas zur Chancengleichheit. Rocker Sky 1-1. Wir haben eine Rakete. What? Krieg ich jetzt Raketen? Geladen und entsichert. Scarf, trefft sie mit euren Raketen. Abgefeuert. Wie ist die Lage? Fast fertig. Die Basis ist bald gesichert. Boah, fliegen! Bin noch dabei. Geht doch. Alter, bin ich sicher was. Für was? Gut gemacht, Marie. Okay. Ach, es geht wieder ins All. Okay.
Wuhu! Bitte sofortige Unterstützung. Raider wird an Bord des Kriegsschiffs gehen und es ausschalten. Warten Sie. Wie ist der Enterplan, Captain? Wir gehen über die Backbord-Bugseite rein und dann schwerelos zur Brücke. An Bord deaktivieren wir die Brücke und die Heckkampfsysteme. Verstanden. Nach Deaktivierung gehen wir über die Frachtrampe raus. Bestätigt. Tigris greift an, wenn wir bereit sind. Okay. Da habe ich jetzt diesen Kletterhaken-System probieren. Ansicht. Bestätige Sicht. Deckungsfeuer. Komm mit rein, Rede. Dir nach, Fieber. Okay, der Autopilot macht das. Ja, Gott sei Dank. Küstenwacht, Jackal abgeschossen. Absprung voraus. Absprung in 3, 2, 1. Wow. Ey, ich will den erledigen da. Bye bye. Ey. Dies macht Spaß. Das ist lustig. Wo denn? Ich sehe nichts. Ja, wo denn? Ja. Hä? Ich konnte mich gerade gar nicht bewegen. Okay. Nein, 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 nein. Den da. Kuckuck. Drohnen! Hinter diesen Kisten! 11 Uhr! Ey. Jo, ich hab schon kapiert. Kontakt bei den Schatten. Komm, das war ein Headshot. Da. Zone gesichert. Hier steigen wir ein. Schutzschilde geschlossen. Bestätigt. Tigris sind außen an der Brücke, bereit für den Durchbruch. Verstanden. Wo denn? Ach da. Und ich hab mich schon gewundert. Hä? Na, lass mich. Hallo. Klopf, klopf. Los, rein da! Staff Sergeant, den Ausgang decken. Ethan, Primärwaffen ausschalten. Salt, auf die Fenster achten. Okay, heißt das, Ethan macht jetzt alles und wir ballern hier rum? Ich hole die Offizierskarte. Oh. Hui. Die Karte schnappen und los, Captain. Tigris, Primärwaffen erledigt. Weiter zu den Sekundären. Verstanden. Den Liftschacht runter, los. Down, 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 down. Okay, jetzt sind wir mitten auf so einem Marsianer-Schiff. Ich hoffe, das tut dir nicht im Rücken weh, Junge.
Leise. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Nein, nur nicht. Hat nur eben gerade laut Bumm gemacht. So, Close Quarter heißt immer Shotgun. Wer das nicht weiß, Battle Bros gucken. Da wird's gelehrt. Ich wusste es aber natürlich schon vorher. Die Gefechtssteuerung ist hier. Ein Deck weiter unten. Verstanden. Aufmachen. Guck, guck. Misch sie auf. Ja, ich stehe aber erst da. Aber diesen. Sekundärwaffen deaktivieren. Hallo? Okay. Munition? Was war hier? Nee, nee. 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 Ja, Moment. Gucken hier, gibt's ja neue Waffen. Klicke mich ein, Captain. Waffen abgeregelt, dann los! Sir, ich habe etwas anderes gefunden. Sieht wie feindliche Kriegsschiffpositionen aus. Können Sie das ziehen? Schon runtergeladen, Sir. Sehr gut, dann los. Tigers, Waffen deaktiviert. Gehen zum Ausgangspunkt. Staff Sergeant, bringen Sie uns raus. Was? Das war schnell, Ethan. Ausgezeichnet, Sergeant. Sag doch, das ist ein guter Junge. Ares wird gleich die Kampfzone verlassen. Bringen Sie Ihr Team sofort runter vom Schiff, Captain. Wie viel Zeit haben wir? Höchstens 3 Minuten. Tigre, Waffen freigegeben. Verstanden. Verbündete in der Nähe. Und die Tür los! Okay. Laser-Shotgun. Nein, danke. War das Shotgun? Müssen Kugeln fliegen und fetzen. Ethan! Pass doch auf! Was war denn hier? Schild. Antischwerkraft. Nochmal Schild. Och nö. Guck, guck. Ja, und am besten noch Kugeln. Das Ding hat keine Kugeln. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Ich laufe hier wieder wie so ein Depp rum. Ach, dahin. Hey! Ey, wieso werde ich immer geblockt von hinten? Weg hier. Druckabfall, festhalten! Adios, Kumpel. Tigers, wir brauchen Vögel. Verstanden. Schicke Jackals. Es kommen Schützen. Haha. Komm, Ethan, ab in unseren Jackal. Oder Jackal, wie die es ja nennen. Jackal and Hyde. Feuer freigegeben. Wow. Fetter Kampf. Mission abgeschlossen, Tigris. Scarflug ist unterwegs. Startcom hat Tigris für einen Einsatz außerhalb der Einsatzzone freigegeben. Wir sehen uns sicher wieder. Wir sind die Einzigen, die den Feind fernhalten. Guten Flug, Captain Reyes. Danke, Captain Farron. Okay, das war schon mal gut gemacht. Durchstellen. Ja, Sir. Hier kommen Sie. Commander Reyes, Stratcom hat einen Flottenfunkspruch entschlüsselt, den Admiral Koch 6 Stunden vor dem Angriff abgeschickt hat. Okay, Admiral, fahren Sie fort.
Sie werden nicht aufgeben, bevor sie unsere Welt haben. Das könnte unser letztes Gefecht sein. Verstanden, Sir. Schiff weiter repariert, Sir. Ankerdeck einsatzbereit. Gute Neuigkeiten. Ich schreibe gleich mal einen Einsatzbericht. Ethan, begleite Sergeant Omar. Hilf ihm bei dem Bericht. Ja, Sir. Ich habe das schon im Griff, Captain. Ohne Zweifel. Du hast deine Befehle, Ethan. Natürlich, Sir. Erzwungene Zweisamkeit für die zwei? Das würde ich gern sehen. Ich wette auf Omar. Ich tippe auf Ethan. Ich tippe auf Ethan. Sie haben ein feindliches Schiff geentert? Da kann ich nichts zu sagen, Boss. Ich interpretiere das als ein Ja. Als ein sowas von Heute Ja. Heute wird Geschichte geschrieben. Gehen wir hoch, Reyes. Mal sehen, was wir haben. Genau. Es könnte viel passieren. Und was? Entweder halten wir sie mit diesen taktischen Einsätzen zurück. Oder? Oder die SDF schneidet uns mit einer Blockade ab. Wir kommen wieder nach Hause, Salt. Ich weiß. Woher? Neue Nachrichten. In den Nachrichten kommt ein Bericht über die Portalschlacht. Gucken Sie mit. Passe. Keine Nachrichten. Klar. Wo steht denn die Glotze? Macht euch gemütlich. Das wird gut, Mann. Ich hoffe, die SDF sieht zu. Hölle mit denen! Yeah. Ruhe! Es fängt an. Von der SDF zurückeroberten. Der Hafenkomplex ist das primäre Fracht-, Handels- und Passagierterminal der Erde. Eine Kooperation der Portal-Küstenwacht-Verteidigungstruppen und Spezialeinsatzkräften wie dem Elite-Scar-Team der Marine und den Unser-Marines hat die SDF Scar-Team vor! Auf die Marine! Für die Medienvertretung der Unser-Streitkräfte war das Wen hat man den Arsch aufgerissen? UNSA! Los, Red! Los, Tigris! Cool, ich habe Waffen freigeschaltet. Das sieht doch schön aus. Okay, dann gehen wir mal die Ja. Mach das ein paar Mal öfter und Ja, 6 bis 12 wird heute nicht reichen, Raider. Captain hat die Brücke. Steuer nach links, Kurs 270. Aye, Sir. Wie sieht es mit den Infos aus? Mac. Deine Präsentation? Wann immer der Captain bereit ist. Commander? Captain, Technik und Brücke haben Ethan's Hack vom Angriff analysiert. Es ist eine Goldmine, Sir. Was haben wir hier? Das sind die Red und Tigris. Die anderen sind SDF. Das sind feindliche Schiffe. Jedes SDF-Schiff verfolgt jedes andere in seiner Flotte. Jetzt haben wir einige ihrer Positionen bestimmt. Wir können auf ihren Befehl angreifen, Sir. Neue Gelegenheitsziele auf dem Radar, Captain. Wir orten 4 feindliche Schiffe. Wo sollen wir angreifen, Sir? Die Dreiecke zeigen... Ah, cool. Wir sollten eins auswählen, Captain. Okay. Wen nehmen wir denn da zuerst? Auf Ihr Zeichen, Commander. Man kriegt sogar ein paar Sachen.
Erfolgswahrscheinlichkeit 91%? Was ist denn hier? 92. Schnelle Heilung. Was haben wir hier? Jakar-Verbesserung 2. 82%. Galaxius. Schnelles Nachladen. 91%. Okay. Schauen wir mal. Was war hier nochmal? Schnell ziehen. Gesucht 3? Okay, machen wir die.